Wir beginnen jetzt. Walpurgisnacht ist eine ganz, ganz uralte Geschichte, die in diesen besonderen Regionen von Europa gelebt worden ist. Nur das Wort Walpurgisnacht, der Herkunft, ist nicht so das Richtige, was wir eigentlich in sich pflegen möchten. Und zwar, was ganz wichtig ist für uns zu verstehen, Walpurga war, würde ich sagen, so wie eine Nonne, die aus England gekommen ist und sie hat die Hexen in Ausführungsstrichen verfolgt. Sie wurde durch die Kirche in sich auch die Möglichkeit gegeben, dass hier in Europa, besonders in Deutschland, dass sie hat in diesen Regionen gepredigt. Und dementsprechend auch würde mitgeteilt oder ihr würde mitgeteilt, dass die Frauen, die ihr Weisheit an anderen weitergegeben ist oder haben, durch diese Kräuterkunst, durch diese Naturmedizin oder die besonders hellsichtig waren, die würden halt tatsächlich verfolgt als Hexen, Entschuldigung. Und das ist der Grund, warum ist, dass die Walpurgisnacht als Walpurganacht war, weil durch sie ist, dass unseren heiligen Frauen verfolgt worden sind. Am besten ist, wenn wir den Namen Beltana angeben, weil Beltana bezieht sich auf die Bedeutung des Lichtes. Das ist genau, was wir in dieser Nacht als Vorbereitung wir angeben möchten. Heute ist die Nacht, der Tag des Lichtes. Und in damaligen Jahren, besonders heute, es wurde viel in der Natur Kontakt aufgenommen, viel mit den Elementen wurde gearbeitet, mit der Kraft, mit der Kräfte des Feuers, des Wassers, der Luft, der Erde und des Verbindung mit dem Universum durch das Element Äther. Und ich habe euch alle darum gebeten, bitte vergesse nicht die unterschiedlichen Materialien, die wir brauchen. Warum? Weil was ganz wichtig ist, dass wir Folgendes versuchen zu bilden. Ich zeige euch jetzt was. Und zwar, ich habe so meinen kleinen Ritual gemacht als Vorbereitung, was ist, was wir damit beginnen dürfen. Was ist, was wir mit unseren Elementen machen dürfen. Ah, das Bild würde ich anders drehen. Wenn wir hier sehen, ihr könnt hier die Kerze sehen. Die Kerze sollte eigentlich Richtung Süden schauen. Wenn wir uns ein bisschen drehen, leider mit der Technik muss ich ein bisschen üben. Wenn wir es sehen, hier befindet sich das Element Feuer. Und wir haben 5 unterschiedlichen Farben in 20 cm von unserem Bänder drum gebeten, für dieses Ritual durchzuführen. Ich bitte euch, dass ihr erstmal beobachten, was wir vorhaben und was bedeutet dieses besondere Ritual für Beltana. Und zwar, wir haben das Element Feuer hier. Wenn wir in rechtsdrehende Richtung gehen, das ist der Richtung Süden, hier sind meine Kristalle und hier ist die Farbe Rot. Wenn wir weiter nach rechts drehen, dann sehen wir den nächsten Kristall, der auf der blaue Band drauf liegt. Und der Blau bezieht sich auf das Element Wasser. Wenn wir weiter nach rechts anschauen, das ist grün, der Element Erde, Norden. Und wenn wir nach rechts umdrehen, dann sehen wir unser gelbes Band, der symbolisiert das Element Luft. Und hier natürlich mein Kristall drauf. In der Mitte hier befindet sich die Farbe oder der Band Violett. Der symbolisiert das Element Äther.
Wir haben auf der linken Seite, wenn wir schauen, die linke Seite ist immer die weibliche Seite. Und die weibliche Seite bezieht sich auf alles, was mit der Weiblichkeit zu tun hat. Das Herz, das Empfangen, die weibliche Teil des Kosmos bezieht sich auf Mutter Erde, weil sie trägt. Und wenn du beobachtest die Erde, in diese Seite haben wir unser Glas von Wein hingestellt und dieses Element Wein, weil das ist ein zusätzliches Element für unser Ritual, der Wein symbolisiert das Blut der Erde, die durch die entstanden ist aus jedem Tropfen, die unseren Trauben diese wundervolle Wein erzeugen. Und der befindet sich auf der linken Seite. Was heißt, dass diese ganze linke Seite ist die weibliche Seite. Und wenn wir die rechte Seite, diese Seite, da sehen wir das Element Wasser. Und das Element Wasser, obwohl die auch weiblich ist, in diesem Fall symbolisiert wie den Schnaps, auch alkoholhaltig und weiß. Bei uns in der Kosmovision aus den Anden, wir unterteilen unseren Ritualen durch auch linke Seite weiblich, rechte Seite männlich. Und die männliche Seite ist verkörpert oder symbolisiert durch diese gelbe-weiße Farben. Und da ist, wo wir das Element Luft haben, Entschuldigung, und diese Wasser. Aber dieses Wasser in sich, es ist natürlich Wasser, aber es ist anstatt der Wasser, wir nutzen Schnaps, auch Alkohol mit der weißen Farbe. Nur ich weiß, dass Schnaps ist ein bisschen schwierig zu finden. Deswegen Wasser ist auch in Ordnung. Und du nutzt zum Beispiel auf der rechten Seite, die männliche Seite von unserem Ritual, ist diese männliche Element, der männliche Teil. Wenn du auch beobachtest, ich habe dahin einfach unsere unterschiedlichen Blumen, die wir überall, fast überall noch finden können. Auf finsteren Rosen habe ich in diesem Fall nicht gebracht, aber du kannst die natürlich auch unterschiedlichen Blumen von dem Laden zum Beispiel kaufen und dadurch kannst du auch dieses Ritual auf deine Art und Weise durchführen. Bitte beobachte dieses Bild und wenn du magst, du kannst gerne auch ein Foto machen mit deinem Handy, was du hast, das ist kein Thema. Und was, bevor ich das vergesse, hier haben wir die Süßigkeiten. Ha, warum haben wir Süßigkeiten in unserem Ritualtisch? Wir haben Süßigkeiten nicht, damit wir uns das essen oder so, sondern weil alles, was wir hier haben, ist nicht für uns. Es ist für unsere Spirits. Für unsere Ahnen, wir werden, was wir an diesem Tisch sehen, werden wir besonders opfern für unsere Spirits. Und wie geht das, fragen wir uns, deswegen sitzen wir hier und schauen ganz genau zu, was wir machen werden. Bitte nimm dir Zeit zu beobachten dieses Bild, weil dieses Bild wirst du, wenn du alleine bist, nach unserer Treffen, die wir jetzt im Moment haben, das wirst du selber machen, auf deine Art und Weise. Du brauchst nicht die gleichen Tücher haben, deine eigene. Wichtig ist, dass du findest, so wie ein schönes Tuch für dich und darauf setzt du dein Altar vor Beltane. Beltane symbolisiert tatsächlich die Verbindung zwischen das Weibliche und das Männliche. Deswegen ist, dass wir in diesem Bild sehen wir die Verbindung beides. Und wenn du auch beobachtest, was wir besondere
Ziel angeben, ist das, warum haben wir diese unterschiedlichen Bänder gefunden oder einsetzen sollen. Einfach ein Band, die du gekauft hast, geschnitten hast und auf einen Tisch gebracht hast, hat eigentlich einfach so keine Kraft, keinen Wert. Und deswegen, was wir jetzt gemeinsam machen werden, ist, alle unsere Elemente jetzt aktivieren.